Wir setzen auf die Fortführung langjähriger, intakter Beziehungen zwischen Staaten und Unternehmen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union, namentlich auch mit der Russischen Föderation. Wir stellen fest, dort, wo der Markt funktioniert, ist das Instrument Energie für die Politik kaum einsetzbar. Dann geht es um Diversifikation von Quellen, von Routen, von Anbietern. Das heißt, ich glaube, dass Diversifikation im Gasbereich die wichtigste Säule ist. Wir setzen gerne die Partnerschaft mit Russland fort. Bauen daneben aber verstärkt Norwegen, Algerien und den südlichen Korridor auf. Und damit klar ist, wir legen auf Versorgungssicherheit aller 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union größten Wert. Aber Energy must not be abused as a political weapon. Doing so would only backfire on those who try it. Temporary disruptions of gas supplies in the winters of 2006 and 2009 already provided a wake-up call, underlining the need for a common European energy policy. Since then, and I remember well, because at that time I had to intervene very strongly, speaking not only with the leadership in Russia, but leadership in Ukraine, and the European Commission has done everything it could to help the member states most affected. Since then, the Commission has done a lot to strengthen the European Union's energy security in terms of gas supplies and to reduce the number of member states exclusively dependent on one single supplier. Reducing energy demand is a fundamental precondition for limiting our energy dependence. It is also crucially important from a competitiveness perspective. As a price taker, the European Union cannot rely on cheap energy, but can limit overall energy costs through by being more efficient. Meeting the existing 2020 energy efficiency target of 20% will result in 371 million tons of oil equivalent primary energy savings in 2020.